It's German story time. Pick subtitles in your language, choose your reading speed, and if you want, download the free PDF for further practice. Halloween bei Familie Grusel. Familie Grusel freut sich auf Halloween. Die Familie dekoriert das Haus. Leo, der große Sohn, ist 15 Jahre alt. Er geht am Abend auf eine Kostümparty. Leo verkleidet sich als Vampir. Er trägt einen schwarzen langen Umhang, der seine Schultern bedeckt. Darunter trägt er ein weißes Hemd und schwarze Jeans. Um seinen Hals bindet er eine rote Schleife. Auf seine Eckzähne klebt er scharfe Vampirzähne, die jedes Lächeln gruselig wirken lassen. Emma, Leos kleine Schwester, ist 9 Jahre alt. Sie freut sich schon seit Wochen auf Halloween, denn an Halloween darf sie bis um Mitternacht aufbleiben. Auch Emma verkleidet sich. Letztes Jahr war sie als Gespenst verkleidet. In diesem Jahr möchte sie eine Hexe sein. Emma trägt ein schwarzes Kleid mit grünen Sternen darauf, die im Dunkeln leuchten. Auf dem Kopf trägt sie einen schwarzen, spitzen Hexenhut. Zu ihrem Kostüm gehören auch ein Holzbesen und eine leere Tüte. Emmas Freunde sind auch verkleidet. Die Kinder starten ihre Süßigkeitenjagd um 18 Uhr. Sie laufen von Haus zu Haus und fordern Süßes, sonst gibt es Saures. Die großzügigen Nachbarn füllen die Tüten der Kinder mit Schokolade, Kaugummi, Lutscher und Fruchtgummi. In den Straßen sehen sie viele Gespenster, Vampire, Hexen und Zombies. Sie sehen lustige Verkleidungen und richtig gruselige. Die Straßen und Häuser sind mit Lichterketten, Spinnennetzen und ausgehöhlten Kürbissen geschmückt. Emma kommt mit ihren Freunden um 20 Uhr mit vielen Süßigkeiten nach Hause. Mama Grusel hat Pizza und Kürbismuffins vorbereitet. Gemeinsam schauen sie noch einen Film an. Was macht Familie Grusel zu Halloween? Kürbismuffins backen, das Haus dekorieren, auf eine Kostümparty gehen. Super! Was zieht Leo an? Schwarze Jeans und ein schwarzes Hemd? Schwarze Jeans und ein weißes Hemd? Graue Jeans und ein weißes Hemd? Gut gemacht! Emma verkleidet sich als Gespenst, Vampir, Hexe. Juhu, toll! Die Süßigkeitenjagd startet um 18 Uhr, 20 Uhr, Mitternacht. Großartig, weiter so. Die Nachbarn geben Süßigkeiten. Kaum, wenige, viele. Hervorragend! Zu Hause essen die Kinder ihre Süßigkeiten, schauen sie einen Film, machen sie eine Kostümparty. Super gemacht! Beantworte nun noch folgende Frage. Feierst du Halloween? Und wenn ja, wie feierst du Halloween? Schreib es in die Kommentare.